2025 ist Chemnitz die Kulturhauptstadt Europas. Junge Menschen aus dem Kinder- und Jugendzentrum Punkt West in Chemnitz trafen sich in der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, um in Minecraft ihre Kulturhauptstadt zu bauen und zu zeigen, wie sie sich ihr Chemnitz vorstellen. Wir sind auf der Barbarossastraße und jetzt laufen wir hier gerade an so einem Haus vorbei. Ja, das haben wir auch gebaut. Und hier ist halt so ein Laden, der steht halt, also das Haus, das steht halt immer leer, das war halt mal ein Laden. Und da sind halt immer für kurze Zeit irgendwelche Leute drin, aber eigentlich ist da nie wirklich was. Und da hatten wir uns vorgestellt, dass da drin halt so ein Café sein könnte. Ja, da haben wir halt dann halt so ein Café gebaut. Pia hat uns ein paar Deko dazu gemacht und wir wollen halt ein schönes, geräumiges, also großes Café, wo es jetzt nicht so eng ist. Hier draußen ist das, soll quasi den Antriebpark darstellen. Ja. Genau, und auf der anderen Seite ist dann halt auch noch ein anderes Haus und ja. Genau, da ziehen jetzt gerade momentan ein paar andere Leute ein, die mit auf dem Server spielen. Ja, genau, und wir wollen quasi schöne, relativ große Wohnungen. Also die Wohnungen sind immer eine Etage groß. Genau. Ja. Dann hat man hier diese Wohnungen, die sind individuell nach Spieler eingerichtet. Ja. Ja. Und dann haben wir hier auch noch das Dach gemacht. Ja. Ja. Und von dem Dach aus hat man auch eine schöne Aussicht auf die anderen auf die anderen Gebäude. Ja, genau. Von den anderen Leuten. Genau, und dasselbe haben wir dann quasi nochmal gemacht. Nur halt in einer anderen Farbe, damit es auch abwechslungsreich ist. Genau, aber vom Aufbau her ist es relativ das Gleiche. Ja. Genau. Wir haben auch eine Überwachungskamera rangebaut. Damit es halt sicher damit für es die sicher ist. Leute ist, die da drin wohnen. Ja, genau. Und wir haben dann hier auch viele Bäume gemacht. Nicht nur, weil der andere Park ist, sondern auch, weil wir viel Natur wollen. Das ist unser Strandhotel. Das haben wir für 2025 gebaut, damit die Ausländer, die hierher kommen, um die Kulturhauptstadt zu sehen, eine Unterkunft bekommen. Und jetzt zeigen wir euch einen Einblick. Also als erstes sieht man halt die Chemnitz, wo das Hotel genau gebaut, also rangebaut wurde. Und darüber geht eine Brücke, somit man an den Strand kommt, wo es für jeden zugänglich ist. Und da gibt es Liegen, Palmen, Bäume und auch ein kleines eine kleine Strandbude, wo man sich halt Essen und Trinken kaufen kann. Und dann gibt es einen kleinen Axolotl-Teich mit ein bisschen vielen Axolotl. Und dann geht es schon rein. In dem Hotel ist das, also die untere Etage, gibt es die Rezeption. Dann die zwei Hauskatzen, Flaggy und Mango. Und einen kleinen Bereich zum Ausruhen und Bücher lesen. Jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch, um in die Räume zu kommen. In dem ersten Zimmer gibt es ein Zweierbett für Ehepaare oder Singles, damit sie sich halt wohlfühlen. Und darüber gibt es einen kleinen Sitzbereich
wo man einen schönen Ausblick auf ja, den Zoo und Natur hat. Dann geht es in das zweite Zimmer. Das ist ein bisschen größer als das andere. Hier gibt es ist ein Familienzimmer. Hier gibt es ein Zweierbett und dann nochmal ein Zimmer für die kleinen Kinder. Und kleinen Sitzbereich und dann schon Aussicht auf den Strand. Im dritten Zimmer ist das jetzt noch ein bisschen kleiner. Dort gibt es auch ein Zweibett. Und oben drüber noch eine Sitzmöglichkeit und wieder eine Aussicht. Aber diesmal nicht auf den Strand, sondern auf den Karl-Marx-Kopf. Dann kommen wir auch schon zum letzten Zimmer. Das ist das größte von allen. Das sind vier, also ein Vierertisch. Dann ein Zweierbett mit Ausblick zum Strand. Und dann gibt es oben nochmal ein, also für die Kinder noch ein Zweierbett. Wir haben für Jonas, meinen Partner und ich, Magnus, wir haben eine Gedenkschnitte gebaut für Jonas, seine Katze, weil sie gestorben ist. Und deswegen haben wir sie eben gebaut, weil wir wollen sie eben mäßig verehren, dass sie immer noch weiterleben sollte, aber leider ja gestorben ist. Und deswegen haben wir für sie eben hier eine Gedenkstätte gebaut. Dann haben wir hier unser eine kleine Ferienwohnung gebaut, nämlich ein Ferienbogen. Und sag ich mal, dass man eben für 4 Dias hier vorne an diesen drei Kollegen, also zwei Kollegen, für 4 Dias eben die Ferienwohnung bauen können. Dann haben wir hier eben noch Statuen hin platziert. Und dann haben wir eben hier, ist es ein Wohnzimmer und eine Küche, also ein Aufenthaltsraum und was ein kleines Esszimmer mit einem leckeren Kuchen. Hier ist das Schlafzimmer mit einem kleinen TV und ein gelbes Bett. Und ein paar Kerzen zur Beleuchtung. In der ersten Etage haben wir ein Kinderzimmer, wo drei PCs, zwei Computer stehen, drei Betten, zwei in Orange und eins in nochmal in Orange. Und da haben wir dann noch einen Kleiderschrank gebaut, wo die Kinder sich auch eben verkleiden können. Und wir haben noch einen kleinen Fußball in der Ecke hier unten gebaut, dass sie sich auch unterhalten können. Im anderen Raum haben wir ein Badezimmer gebaut, nämlich mit einer Sauna, mit einer Dusche und mit einem Dampfbad und einem Waschbecken. Hier haben wir einen Dia-Raum, damit, sag ich mal, unsere Einkommen hier gelagert werden. Hier haben wir verschiedene Köpfe von verschiedenen Leuten, die sehr viele köpfemäßig als Ausstellung, dass man die sich angucken kann und ausprobieren kann. Und auf dem Dach haben wir einen Pool mit einem Springturm und einem Gehege, was noch befüllt werden wird. Unten im Keller haben wir dann nochmal einmal einen Goldraum, wo auch unsere Sachen gelagert werden müssen. Einmal einen Fa Fassraum, wo ein Kistenlagermäßig als Aufenthaltsraum oder ja, als Aufbehaltungsraum von Sachen, ein Lager für Sachen für. Und dann haben wir hier noch eine Werkstatt. Hier drüben hat mein Freund nämlich seinen Flughafen gebaut. Mit sehr viel Beleuchtung und so. Ja, also er kam nicht bis Ende, aber es sollte hier ein Flugzeug fliegen und nicht fliegen, also stehen und immer, sage ich mal, stehen. Also in Chemnitz war eben einmal ein Flughafen, aber der ist eben, weil er zu alt war, eben abgerissen wurde. Da steht jetzt eine Apotheke und die heißt eben am alten Flughafen.
Und deswegen haben wir den Flughafen gebaut, dass eben Chemnitz weiter so betriebsfähig ist, dass man eben von Chemnitz überall hinfliegen könnte. Nach Tschechien, nach Leipzig, nach Erfurt. Also das hier ist der Karl-Marx-Kopf in vereinfacht und etwas größer, dass man halt wohnen kann, was ich tue. Und da haben wir was gemeinsam, weil wir haben beide was im Köpfchen. Und der hat eine offene Nase, wenn man da reinfliegen soll mit einer Leiter, wenn man trifft. Okay. Da kann man hier was anbauen, also Pflanzen, ich meine, so Weizen, Karotten, Kartoffeln. Ein paar YouTuber-Köpfe, das ist interessant. Dann haben wir hier ganz viele kleine süße Axolotls. Die schwimmen hier drin rum. Aber auch was da oben? Dann habe ich hier zwei Schränke. Der eine ist Essen. Der andere ist für Anziehsachen. Hier ist noch ein Bett. Und da kann man nämlich hinten seine Kiste. Kann man das reinfüllen. So. Da kommt dann, und das ist der Palutenwulver. Ganz gefährlich. Ah, neuer Tag. Also das sollte das neue Revier sein, ne? Egal. Ey, Tobias. Also, wie es aussieht, wollte ich jetzt zu diesem neuen Revier ja gesetzt. Erst weil jetzt Chemnitz Kulturhauptstadt ist und viele Leute heute halt eben, ja, kommen und wir mehr Revieren brauchen. Hey, hi James, ich sehe, du tust wieder trainieren, ne? Da weil die Station und sehr leer aussieht, ist es auch okay. Ist ja nur ein neues Revier. Jetzt nehme ich erstmal meine Uniform, Sack und zurück. Gehe ich erstmal zur Rezeption und schon mal meinen Tag starten. Und das ist jetzt das neue Revier. Also wir, also Lukas und ich, wollen das Schwimmbad, also das Chemnitzer Schwimmbad, schöner und besser gemacht, also ausgebaut und das so gemacht, dass es auch Jüngeren gefallen könnte. Genau. Ja, also das ist der Eingang. Hier sind die Kassen. Ganz einfach gemacht mit Villagern, genau. Jetzt kommen die Umkleiden, da muss man sich halt entscheiden, ne? So. Dann sind hier links jetzt die Umkleiden, dann könnte man sich halt umziehen, da reingehen, sich umziehen und dann halt sein Zeugs in den Thron tun. Genau. Jetzt geht's zu den Duschen. Da kann man halt duschen. Genau. So, jetzt geht es sozusagen erst richtig los. Jetzt kommt unsere Schwimmhalle. Hier sind viele Villager, leider. Ist aber egal. Also, ja, das ist die Grotte. Da kann man halt sich entspannen. Dann ist das hier, sollte man nicht rein, weil das ist das Becken, wo man von Sprungturm reinspringt. Also, können wir später machen. Das sind die beiden hier. Whirlpools, links und rechts. Dann haben wir noch ein normales Schwimmbecken und ein kleines Delfinbecken. Genau, dann können wir jetzt zu den Rutschen und Sprungtürmen gehen, würde ich sagen. Genau, da muss man halt hoch. Jetzt links geht es zu dem Sprungturm und rechts würde es dann zu der Rutsche gehen. Da kann man genau 5 Meter oder man geht zu den 10 Meter Turm. Und dann kann man da halt runterspringen. Genau. Jetzt können wir nochmal die Rutsche
angucken. Ach, während Lukas hier läuft, das Chemnitzer Schwimmbad liegt übrigens in der Nähe vom Brühl. Hier ist noch ein Villager. Leider. So, das soll jetzt eine Reifrutsche sein. Leider haben wir keine Reifen in Minecraft, deswegen nehmen wir Boote. Und ja, ich hoffe mal, Lukas macht das halbwegs gut hier. Ja, das passt. Ja, dann ist hier noch jemand anderes. Deswegen können wir nicht voran. Vielleicht steige ich einfach aus. Ja, dann geht es halt logischerweise zum Ende in so ein Becken. Und ja, unsere kleine Terrasse. Also, das ist der Zoo in Rabenstein. Wir haben uns überlegt, dass dort noch mehr exotische Tiere hin könnten und man trotzdem probiert, die artgerecht zu halten. Hier ist unser Eingang. Hier sind kleine Handelsstände. Da kann man noch ein bisschen zusätzliches Geld verdienen. Das ist unser Papagei. Und zwei Aquarien mit Axolotls, keine Ahnung. Und hier sind Frösche noch. Noch das zweite Axolotl-Gehege, wo alle Axolotls wechseln. Hier sind noch zwei Papageien von uns. Okay, das... Das hier auch noch Gehege. Und hier auch. Ihr müsst euch ein paar Tiere noch dazu denken. Ja, weil wir haben noch nicht alles geschafft. Mhm. Hier sind halt Kühe und Pferde und Esel. Ja, Pilzkühe gibt es in echt natürlich nicht, aber man kann ja trotzdem exotische Tiere in den Zoo. Hier ist ein Spinnengehege. Die Spinnen sind aber leider ausgebüxt. Das ist unser Bienengehege. Hier sind Bienen drin, gerade sieht man aber nur eine. Das sind, glaube ich, zwei, die aussehen werden. Das ist unser nachgebauter Nether. Ja, dort haben wir Schreiter reingetan. Halt, hier ist auch noch ein Baumhaus. Ja, man kann sich jetzt auch noch hier in dem Zoo irgendwo einen Spielplatz reindenken. Haben wir leider nicht geschafft. Hier ist unser Fuchsgehege, hier schläft gerade einer und dort auch noch. So, wir haben hier zwei Füchse. Ocelots haben wir hier auch. Wir probieren generell die Gehege so darzustellen, dass wie der Lebensraum von den Tieren ist. Hier ist ein Panda. Dann ist hier noch unser Schildkrötengehege. Dort haben wir... die haben auch schon Eier gelegt. Ja, daraus schlüpfen dann wahrscheinlich noch die kleinen Schildkröten und dann haben wir wieder mehr Schildkröten. Mhm. Hier ist unsere Höhle. Da sind eigentlich Fledermäuse drin, genau, aber ich sehe gerade keine. Ja, dann sind dort noch an den Seiten kleine Fenster für die Kinder oder so halt, die nochmal aus einer anderen Perspektive dorthin gucken wollen. Und ja, ach so, ja, wir haben noch ein Eisbärengehege gebaut. Da sind leider alle Eisbären abgehauen. Und ja, Schnee konnten wir leider nicht benutzen, weil der sonst... geschmolzen wäre, also der schmilzt eigentlich die ganze Zeit wieder weg. Und ja, dort war noch das, ein großes Panda-Gehege. Mhm. Ja. Und hier ist noch unser Parkplatz. Also, wir haben uns vielleicht auch dabei gedacht, ja, halt, dass mehr exotische Tiere dorthin kommen. Also nicht die Heimattiere, eher hier aus dem Ausland. Weil die Heimattiere sieht man auch mal so in der Natur und da ist es immer noch schöner. Also zum Beispiel, darum haben wir hier auch Tiere aus dem Nether genommen, weil in Minecraft ist das ja eine komplett andere Dimension. Dass das vielleicht nur mal so verdeutlicht wird. Ja, dass halt auch exotische Tiere hinzukommen. Und wir haben dort auch eine große Kuppel drum gebaut, dass die Wärme drinne bleibt und den Strider nie kalt wird.
Ja, also wir haben ein neues Stadion für Chemnitz gebaut, was einfach größer und besser sein soll und auch etwas moderner und schöner halt. Ja, hier haben wir auch einen Parkplatz gebaut, wo man dann auch direkt mit der Straße halt dahin fahren kann. Und ja, dann kann man dann ein Ticket ziehen und dann kommt man da halt rein und kann parken. Dann gibt es links und rechts dann VIP und halt nicht VIP-Eingang. Und genau da Check-in normal und da ist VIP. Und ja, im VIP ist halt man halt abgegrenzt und halt hat auch dafür einen kleineren Bereich. Und ja, im Normalen ist es halt einfach normal. Wir haben auch hier Essensläden gebaut, wo man sich einfach hier Essen kaufen kann. Hier zum Beispiel Steak oder so. Und ja, dann. Das schmeckt sehr gut übrigens. Ja, dann geht es hier hoch zur Tribüne, halt vom VIP-Bereich. Dort sieht man halt auch schon die Tore und so. Und ja, das ist halt klein, aber etwas luxuriöser. Und ja, hier die Lichter überall, der Weg. So, ja, und jetzt laufen wir noch zum normalen Eingang. Dort haben wir dann drei Eingänge einfach gemacht. Und auch einen Essensladen. Dort gibt es Karotten, Zaubertränke und so. Und ja, dann geht es hier auch zur Tribüne. Hier wieder, da sitzen die Teams links und rechts. Die Coaches. Und ja, hier die Tribünen. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall, hier wird schon angespielt, der Fußball. Hier geht es schon los mit dem Spiel. Steht zwar noch 0 zu 0, aber ja. Ja, dann sind hier vorne die Umkleiden. Einmal Heim und Gast. Und ja, es ist in beiden gleich. Hier gibt es halt Bänke, wo man hier auch was hinlegen kann oder so. Und halt noch jeweils zwei Duschen. Ja, hier, da und rechts auch noch. Genau. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich genau gleich. Da haben wir wieder Bänke und zwei Duschen. Gut. Ich hoffe, das wird so umgesetzt. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Stadion. Ich auch sehr. Und dann danke für die Unterstützung Team, ja. Tobias. Achso, ja, und hier spielt der Chemnitzer FC. Und wir würden uns auch wünschen, wenn hier Bundesliga oder halt etwas besondere Spiele auch stattfinden würden. UEFA Champions League oder Ja, genau. ähnliches.